Unser Hauptgegner in diesem Wahlkampf ist die Union. Und wenn wir uns den Wahlkampfauftakt von CDU/CSU am Wochenende in Münster anschauen, dann hatte das ja ein Stück weit was von Paartherapie. Es ging dann um die Frage, wie lange schaffen es Söder und Kramp-Karrenbauer gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Und das Ganze, der Einmarsch dann noch unter der Musik von We Are Family, das hatte schon etwas sehr Absurdes, was wir da in Münster erlebt haben. Spannend für uns in der politischen Bewertung war bei allem, vor allem das, was nicht gesagt wurde und wer nicht anwesend war. Herr Weber zeigt sich ja gerade sehr bemüht, unterschiedliche Themen zu setzen. Er ist programmatisch beliebig, schafft es auch, seine eigene Partei gegen sich aufzubringen. Und wenn man dann sieht, dass in den Tagen vor dem Wahlkampfauftakt ja groß angekündigt wurde, eine Positionierung zum Thema Nord Stream 2, dann hat man sich schon gefragt, wo ist diese Positionierung eigentlich auf dem Wahlkampfauftakt geblieben. Er hat angekündigt, ist der Kanzlerin und auch dem Wirtschaftsminister Altmaier mit seiner Energiepolitik in den Rücken gefallen und hat dann auf dem Wahlkampfauftakt hierzu geschwiegen. Es ist verständlich, dass die Kanzlerin dann auch den Wahlkampfauftakt ihrer Partei boykottiert hat. Das Taktieren von Herrn Weber reiht sich aber in das ein, was wir bei den Konservativen generell gerade erleben. Es gibt keine Haltung in diesem Wahlkampf. Die Konservativen haben keine Kraft, um sich von den Nationalisten abzugrenzen. Wir sehen, dass auf der einen Seite Herr Orban gehuldigt wird, dass er weiter in den eigenen Reihen gehalten wird. Der Wahlkampfauftakt von Herrn Weber, von Herrn Söder findet dann statt mit dem Kanzler aus Österreich, Sebastian Kurz, statt mit Merkel, Herr Kurz, der die FPÖ in Österreich hoffähig macht. Und Herr Brinkhaus schlägt im Deutschen Bundestag vor, doch eine AfD-Kandidatin für das Amt der Bundestagsvizepräsidentin zu unterstützen. Wir sehen, hier fehlen also die Abwehrkräfte gegen die Nationalisten. Wir werden in diesem Wahlkampf den Konservativen etwas entgegensetzen. Wir wollen eine progressive Mehrheit in Europa. Wir wollen, dass das Gegengift gegen das Rücken nach rechts der Zusammenhalt ist. Dazu haben wir heute in der Resolution unsere Schwerpunkte gesetzt. Es geht darum, dass Europa keine Schutzmacht für Großkonzerne sein darf, dass Europa mehr ist als milliardenschwere Flugzeugträger. Es geht um soziale Gerechtigkeit und die Frage, wie alles das ausgestaltet werden kann. Die sozialen Themen stehen ganz klar im Vordergrund bei den Menschen. Sie wollen wissen, ob sie in diesem geeinten Europa selber weiterhin gute und sichere Arbeitsplätze haben können und ob das für die nächsten Generationen auch noch gilt. Und Sie sehen unsere Plakate. Das Motto ist, kommt zusammen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass Europa sich dadurch auszeichnen muss, einen großen Zusammenhalt in der Bevölkerung jedes einzelnen Mitgliedstaates, aber auch über Landesgrenzen hinaus zu schaffen und zu halten. Und das hängt eben mit sozialem Zusammenhalt ganz eng zusammen. Die Menschen müssen spüren, dass es eben nicht nur ein Europa der Wirtschaft ist, sondern auch ein Europa der Bürgerinnen und Bürger. Das ist nach unserer festen Überzeugung auch das beste Mittel gegen Rechtspopulisten. Wir schlagen dafür auch sehr konkrete Maßnahmen vor. Eine unserer Maßnahmen ist der europäische Mindestlohn, der sich bei 60% des mittleren Einkommens in jedem Mitgliedstaat bewegen soll. Für Deutschland bedeutet das etwas über 12 Euro. 10 bis 11 Millionen Menschen würden in Deutschland von diesem deutlich höheren Mindestlohn profitieren. Sie würden natürlich auch davon profitieren, dass das Sozialdumping auf ihre Kosten deutlich erschwert wird, wenn Menschen in allen Teilen der Europäischen Union von ihrer Arbeit auch tatsächlich leben und eine Familie ernähren können. Denn dann müsste niemand mehr aus diesem Grund seine Heimat verlassen. Was wir auch brauchen, sind klare Regelungen für die Mitbestimmung. Wir sehen, dass es auch heute noch möglich ist, dass sich Unternehmen durch Verlagerung ihres Sitzes ihrer Pflichten bei der Mitbestimmung entziehen. Dabei wissen wir aus eigener Erfahrung in Deutschland, dass eine starke Sozialpartnerschaft, starke Betriebsräte der Garant sind für wirtschaftliche Stärke und für sozialen Frieden. Deswegen kämpfen wir an der Seite der europäischen Gewerkschaften für eine sogenannte Rahmenrichtlinie Mitbestimmung, wo bestimmte Mindeststandards festgelegt werden. Mut macht uns natürlich der gestrige Tag, das Ergebnis in Spanien. Pedro Sánchez hat einen großartigen Sieg errungen mit unserer Schwesterpartei der spanischen PSOE. Er hat damit auch die Leistung bestätigt, die er in den wenigen Monaten in seinem Regierungsprogramm bereits hinterlegt hat. Ein sehr innovatives Kabinett mit exzellenten Frauen an vielen entscheidenden Punkten, damit auch vorbildlich, neu in Spanien, neu in vielen Ländern der Welt, eine Übererfüllung der Genderquote
zum Besten des Landes, weil wer die Kolleginnen kennt, weiß, welche hervorragende Arbeit sie gemacht haben in den wenigen Monaten. Er hat eine klare Kampfansage gegen rechts gemacht und damit gewonnen. Die spanische Gesellschaft hat reagiert auf die Gefahr, dass Rechtsextremisten, sie leiden immer noch unter dem Franco-Trauma, dass Rechtsextremisten zum Zünglein an der Waage werden in diesem wichtigen Mitgliedsland der EU. Und die hohe Wahlbeteiligung und die hohe Zustimmung zur Sozialistischen Partei hat das nicht zugelassen. Auf der anderen Seite, und das ist das Negative in diesem Wahlergebnis, wir sehen einmal mehr, auch in Spanien, wie aufgebraucht, wie präsig die konservative Partei ist. Sie ist in sich zusammengefallen, fast halbiert, nicht mehr in der Lage, Führung in Spanien zu organisieren, ein Spiegelbild der Situation in der Europäischen Union. Deswegen auch hier ein klares Zeichen für Fortschritt, ein klares Zeichen für Europa. Nach Finnland, Spanien jetzt ein weiterer Meilenstein in der Erneuerung Europas durch Sozialdemokraten in der Regierung. Es wird nicht der letzte sein.